spreche von der stärksten Kraft, die unser Planet je kennengelernt hat. Unsere Familie! Wir gehen durch dick und dünn, wir gehen durch dick und dünn, wir lieben uns. Und doch unwiderstehlich. Ah, du hast so ein Glück, dass deine Familie nicht so peinlich ist. Aus dem Weg, Bettmesser! Ich wüsste gern, worüber er sich so freut. Das bedeutet nicht, Wayne freut sich, Mary. Er hat Angst. Riesenangst. Miss Hissy-Angst. Auch wenn dich die Leute nicht achten und dir alles Mögliche vorwerfen, ein paar sind doch da, die dich lieben. Ich spreche von deiner Familie. Gelobt sei die Familie! Danke, danke, danke! Ich sag dir was, der einzige Weg bei diesen Seelenrettungsaktionen nicht mitzumachen, ist so zu tun, als hätte man Lampenfieber. Also, Mary, wir sind soweit. Oh, arme Mary, der leider die Freude versagt bleibt, verlorene Familien zu bekehren. Wenn sie doch nur ein bisschen so wäre wie Calvin und Judith. Ja, das wäre schön. Und nicht vergessen, wir werden heute Abend noch eine Seelenrettungsvorstellung geben. Yippie! Möglicherweise würde Julian gern bei uns mitmachen, habe ich recht? Nein, er muss noch. Also gut, okay. Hervorragend. Komm doch zum Abendessen zu uns und daran anschließend gehen wir alle gemeinsam zur Seelenrettungsvorstellung. Klar. Oh, Wayne Cramp. Sollten wir nicht anklopfen, bevor wir die Tür aufmachen? Schon besser. Na also, es geht doch. Solltest du hier angeschlichen kommen, um dein schlechtes Zeugnis zu verbessern, das ich deinen Eltern heute Abend geben werde, dann vergeudest du deine Zeit. Und ganz besonders auch meine. Quatsch! Und genau das ist das Problem, das ich mit deinen Eltern besprechen muss. Deine Einstellung. Nein, nein, Miss Hissy. Erinnern Sie sich an die bösen Ratten, die damals ihre Handtasche gefressen haben? Tja, sie sind wieder da. Ach, wirklich? Ja, und sie sind sogar noch brutaler und ekelhafter als das letzte Mal. Sie haben mich angequiekt. Nun, das ist inakzeptabel. Ich werde nicht zulassen, dass undisziplinierte Nagetiere meinen großen Abend stören. Also, zeig mir Ihr Nest. Oh, sehr gern, Miss Hissy. Bitte folgen Sie mir. Gehen Sie vor, Miss Hissy. Ich habe nämlich große Angst vor Ratten. Kommt zu Hillary. Ich beiß euch nicht. Wo hast du gesagt, sind Sie, Wayne? Oh, weiter unten, Miss Hissy. Viel weiter unten. Warum hast du bloß Ja gesagt? Ich konnte nicht anders, Mary. Deine Eltern sind so überwältigend. So wie die mich angesehen haben, konnte ich einfach nicht Nein sagen. Ich weiß, wir haben alle Angst, Julian. Aber willst du wirklich mal so enden? Deine Ferien im Ingwerbrothaus der Zusammengehörigkeit verbringen? Schon seltsam. Das ist erst der Anfang. Verlass dich drauf. Ich glaube, Calvin ist heute an der Reihe, für uns alle das Tischgebet zu sprechen. Wer immer fröhlich lebt sein Leben, dem sind nur fröhliche Tage gegeben. Wir sind eine Familie. Danke. Kein Wort, solange der Brotkorb noch nicht an deinem Teller steht. Tut mir... Mann zu! Hierher, ihr kleinen Mistviecher. Ihr könnt euch vor Miss Hissy vielleicht verstecken, aber ihr könnt ganz sicher nicht vor ihr davonlaufen. Musik.
zum Nachtisch? Heute Abend Doppelschokoladentorte? Aber weil ihr Kinder heute besonders artig wart, geben wir unsere Seelenrettungsvorstellung ausnahmsweise vor dem Nachtisch. Ja, ja, klasse! Das wird bestimmt super! Du hast nur eine Chance, da rauszukommen. Versteck dich! Mir nach! Mary! Julian! Ihr verpasst ja den ganzen Spaß! Ah, halt hier geblieben! Oh, und Mary hat sich ganz sicher wieder versteckt, hab ich recht? Oh, arme Mary. Sogar in ihrem eigenen Zuhause hat sie Angst. Aber du könntest ihr beweisen, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben. Aha, jetzt hab ich euch, ihr dreckigen kleinen Nager. Ihr habt eure letzte Handtasche gefressen. Zu Ehren des heutigen Elternabends werden wir gemeinsam den Tochtersong singen. Perfekt! Mein Lieblingslied! Meins auch! Ja? Und wer möchte von euch heute die Rolle der Tochter spielen? Nein, jemand, der mehr wie ein Mädchen aussieht. Nein! Na, wer könnte das wohl sein? Hervorragend! Du wirst sicher eine glänzende Tochter abgeben. Da bin ich mir sicher. Aber was ist mit Judith? Sie kann mit uns zusammen den Refrain singen. Und dieses Kleid hier ist ganz genau deine Größe. Oh, bitte nicht, nein. Sie haben ein neues Opfer gefunden. Jedenfalls kann er nicht sagen, ich hätte ihn nicht gewarnt. Da wollt ihr doch gar nicht hin. Das ist langweilig. Natürlich wollen wir dahin. Es ist immer so nett von Miss Hissy zu hören, was sie von dir und Julian für eine Meinung hat. Bestimmt ist sie gar nicht da. Sei nicht albern. Miss Hissy würde sich die Chance, Kinder zu erniedrigen, nie entgehen lassen. Wayne, ich muss mit dir reden. Es geht um Julian. Den Bettmesser? Red nicht so über ihn. Er ist gerade jetzt sehr verletzlich. Er steht kurz vor einem schlimmen Trauma. Vielleicht sogar vor einem totalen Nervenzusammenbruch. Cool. Wir sind hier, Freude zu verbreiten. Wir sind hier, Freude zu verbreiten. Wir sind hier, Freude zu verbreiten. Einer hat gestern den ganzen Kleiderschrank ausgeräumt und ständig andere Sachen. Ich frage mich, warum er nie gesagt hat, dass er sich für Theater interessiert. Hey, Bettnässer, wie wär's mit einem Küsschen? Das ist der tollste Tag in meinem Leben. Ich bin begeistert. Wo ist die Karte? Wayne Cramp. Diese miese kleine Ratte. Lassen Sie uns Tribut zollen zu dem Liebsten, das wir haben, unseren reizenden Töchtern. Wir lieben unsere perfekte Tochter. Die stimmen hoch mit Stolz. Wir bitten dich, o Tochter, sing jetzt auch für uns. Ja, sing schon, Schwesterchen. Wir bitten dich, o Tochter, sing ein Lied für uns. Diese Bühne ist nur für beglaubigte Lehrer zugelassen. Gehen Sie! Sofort! Na schön, alle mal herhören. Der Elternabend ist hiermit beendet. Ich fordere Sie auf zu gehen. Allem Anschein nach haben wir ein kleines Rattenproblem in diesem Gebäude. Und das beschränkt sich offensichtlich nicht nur auf die Kellerräume.